Heute ist der 4. Dezember 2016, der Bundespräsidenten-Stichwahl-Wiederholungsverschiebungsentscheidungstag. Ich habe eine rechte Freude, endlich ist wieder was zu tun. Ich treffe liebe Freunde. Gut, viele werden sich das Ergebnis schön saufen müssen. Naja, am besten fangen wir gleich damit an. Ne? Auf den Bundespräsidentenwahl. Sind Sie nicht ein bisschen traurig, dass dieser Wahlkampf nur so kurz gedauert hat? Hätten Sie nicht gerne gemeinsam mit Norbert Hofer den ersten Geburtstag seines Hundes gefeiert? Nein, eigentlich nicht. Ich habe keinen Bezug zu Hunden. Und wie haben Sie gewählt? Also, Punsch oder Glühwein? Das sage ich jetzt nicht. Ich meine, wir haben ein Wahlgeheimnis. Glauben Sie, wenn man sich viele Jahre mit Politik beschäftigt, dann verliert man mit der Zeit das Desinteresse? Ja, natürlich, wenn man sieht, was bergab geht. Fürchten Sie sich persönlich vor Terror im Namen Gottes oder finden Sie Norbert Hofer sympathisch? Finale! Oh, oh Finale! Oh, oh. Ja, darf ich Ihnen einen Schnaps anbieten zum Abschluss? Ich habe einen mit, damit ja irgendwo dieser lange Wahlkampf versöhnlich zu Ende gehen kann. Danke, ich muss noch mit dem Auto fahren und daher trinke ich keinen Schnaps. Alles klar. Ja. Wer wird diese Wahl gewinnen? Der Menschenversöhner Hofer oder der Bauernversteher Van der Bellen? Die erste Hochrechnung kommt Alexander Van der Bellen auf 53,6% der Stimmen. Du sagst, es ist vorbei, für uns zwei ist die Endstation erreicht. Eigentlich ein überraschend gutes Ergebnis, wenn man auch bedenkt, Sie hätten ja auch gegen Richard Lugner verlieren können. Ne? Naja, das ist, glaube ich, eine sehr hypothetische Frage. Ne? Welche Maßnahmen gegen ein weltoffenes Österreich müssen jetzt unternommen werden? Die habe ich jetzt nicht verstanden, die Frage. Glauben Sie, dass Norbert Hofer zu jung, zu schön, zu intelligent war? Nein, überhaupt nicht. Ein Mann weint keine Tränen, doch heute ist es nicht wahr. Herr Hofer, sind Sie verärgert über die Empfehlung von Lobatka? Wie viele Stimmen hat Sie das gekostet, glauben Sie? Nein, ich möchte sagen, Lobatka hat sich unglaublich fair verhalten. Was haben Sie dann für eine politische Zukunft? Sollten Sie aus der ÖVP ausgeschlossen werden? Ich meine, der Weg zum Team Stronach scheint verbaut, ne? Das sind sehr originell, Ihre Fragen. Sie sind so fern ab der Realität, dass Sie eigentlich lächerlich sind. Ja, Herr Strolz, wie geht's Ihnen an einem Wahlabend, wo eigentlich für Sie alles uninteressant war? Ja, mir geht's gut. Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke benannt? Oder? Ich bin ein 23.12. Weihnachtsgeschenkskäufer. Käufer. Ja? Letzte Frage, weil Sie haben es mir damals nicht beantwortet. Wäre nicht alles anders gekommen, vielleicht in Österreich, wenn Sie damals Herbert Kickl in der Oberstufe geküsst hätten? Wir wissen es nicht. Die Frage bleibt ungelöst. Leider. Darf ich Sie vielleicht zum Abschluss einladen auf ein Schnapserl? Ja, sicher. Ein Schnapserl dabei. Ja, darf ich schon mit allen möglichen. Darf ich im Dienst Leuten trinken? Ja. Jetzt ist er schon. Achso, der Dienst ist vorbei. Dienst ist vorbei. Schnaps ist Schnaps, Dienst ist Dienst. Weiß nicht. Also. Sag mal du, ne? Ja, sicher. Ja. Ich bin der Peter. Ja, ich bin der Hans. Prost. Zum Wohl, Prost. Das ist schön, wenn ein Tag so endet. Jawohl, wirklich. Trink mal gleich noch, oder? Ja, sicher. Zum Wohl. Zum Wohl. Prost. Wahlschluss. Drehschluss. Peter Klien. Ja, schöne Impressionen von diesem unvergesslichen Wahlabend.